Dagi und ich melde mich zurück am Ende des Monats mit einem neuen Favoritenvideo für den Monat April. Und zwar haben sich in diesem Monat auch sehr viele Favoriten von mir angesammelt, die euch auch ganz bestimmt gefallen werden. Und ja, ich fange auch direkt auf zu quatschen. Ich fange direkt an und los geht's. Mein allererster Favorit ist was für die Lippen. Und zwar ist das von BU, der Color Touch 03 Lip Biggie. Und ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was gehört, dass BU sowas auch anbietet. Ich habe die schon von Astro, von Catrice, von Essence? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall von drei Marken und das ist jetzt auch noch dazu gekommen. Und ich bin echt super überzeugt von dieser Farbe, weil die Farbe ist einfach göttlich. Ich habe den in München beim Blogger-Event von BU ausgetestet und ich fand ihn echt spitze. Also die Haltbarkeit, die Farbe, der Geruch und keine Ahnung. Also ich glaube, der größte Teil ist einfach, dass ich die Farbe einfach mega, mega schön finde. Das ist so ein schönes Beige, was auf den Lippen aber sehr nude aussieht, ein bisschen peachy und halt etwas schimmert und ja, ich finde es einfach super schön. Mir haben auch viele Komplimente gegeben, als ich das auf den Lippen hatte und deshalb ist das ein Favorit von mir im Monat April. Als nächstes kommen wir zu einem, oh, das Produkt ist einfach so, oh, verdammt geil, das ist so geil, also wirklich. Ich habe das damals in der Pinkbox, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo ich das mit Tatjana gemacht habe, dieses, glaube ich, Pinkbox oder Glossybox Unboxing, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das da drin. Und zwar das Rituals Yogi Flow Indian Rose and Sweet Almond Oil. Und das riecht so gut, das ist unglaublich. Das ist krass, das ist krank, wie gut das riecht. Ich habe es damals schon geliebt. War dann aber zu geizig, mir für 15 Euro diese große Flasche zu holen, aber ich habe es endlich gemacht und bin glücklicher denn je, könnte man eigentlich sagen. Und zwar, ich benutze das jeden Tag in der Dusche. Nachdem man sich geduscht hat, riecht man den ganzen Tag noch nach diesem Geruch und bitte, tut mir den Gefallen, wenn ihr irgendwie bei Douglas seid oder bei Rituals, riecht da dran. Es riecht göttlich, es riecht einfach so gut, das ist glaube ich der beste Geruch, den ich je gerochen habe eigentlich. Also es ist so erfrischend, süß, ja, belebend irgendwie und ich finde es echt super, super gut. Und ja, wie gesagt, es hat 15 Euro circa gekostet. Bei Douglas habe ich das gekauft und ich liebe es und es gehört auf jeden Fall zu meinen Favoriten im April und ich will es am liebsten immer in meiner Dusche stehen haben, aber es ist auf Dauer etwas teuer. Mein nächstes Produkt ist wieder etwas für die Dusche und zwar ist es das hier und das ist auch unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Ihr kennt es bestimmt im Winter, kriegt man trockene Haut, kriegt man leichte Pöckchen auf der Haut. So meistens, ich habe es an den Beinen, ich habe es unter den Unterschenkeln, also unter den Oberschenkeln und an den Knien sehr besonders stark. Oder auch hier an den Armen und hier. Und wenn ihr das benutzt, ich versichere euch, Paola ist super überzeugt davon, Luna ist super überzeugt davon und ich verspreche euch hundertprozentig, es hilft. Ich habe es wirklich zweimal benutzt und meine Pöckchen waren nicht ganz weg, aber sie waren schon deutlich besser. Und es war echt schon fast weg. Also es war echt krass so. Ich so, hä? Das geht doch gar nicht. Ich habe andere Peelings benutzt und das ist nie was passiert. Also nie so stark. Und das war echt so, wow, wie krass. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an auf der Haut. Auch wenn man das in die Hände schmiert und sich damit peelt. Danach, die Hände sind sehr, sehr weich und sehr, ja, sehr Feuchtigkeit gespendet. Und ja, das ist das von Soap & Glory Flake Away und eine krasse Sache war, als ich das zum allerersten Mal benutzt habe, das war auch in Hamburg, ich habe das benutzt und ich hatte davor eine blaue Hose an und wie ihr vielleicht wisst, es gibt Hosen, die sehr stark abfärben und so ein normales Duschgel hätte das niemals geschafft, aber ich habe meine Beine damit so abgeschrubbt und es kam wirklich eine blaue Flüssigkeit runter und ich war echt geschockt, ich so, was? Das kann doch nicht sein und das alles nur wegen diesem, ja, Body Scrub. Ich würde es auch nicht jedes Mal unter der Dusche benutzen, ich würde es so vielleicht einmal in der Woche benutzen, aber ich liebe das Zeug. Das ist einfach krass, weil ich sowas noch nie erlebt habe mit einem Produkt, das wirklich das hält, was es verspricht und es ist einfach großartig und ich kann es auf jeden Fall super weiterempfehlen. Das kriegt ihr im Douglas und ja, ich bin super überzeugt davon und kann es nur weiterempfehlen. So, mein Stirnband nervt langsam. Ich mach's mal weg. So, jetzt ist es besser. Und ja, weiter geht's. Mein nächstes Produkt ist eine Lip Butter. Und zwar ist das die von Labello, die Raspberry Rose Lip Butter. Und das ist auch mal wieder so ein Produkt, was echt der Hype wert ist, würde ich mal so sagen. Weil es riecht auch super, super gut. Richtig schön nach Himbeere, richtig fruchtig, fühlt sich super an auf den Lippen. Gibt sogar einen leichten Rosaton auf die Lippen ab.
und pflegt die Lippen super. Also ich benutze das neuerdings immer abends vorm Schlafen gehen und danach sind die Lippen am nächsten Tag super, super weich. Und das ist auch ganz, ganz günstig. Habe ich auch im Rossmann geholt. Und hat wie viel gekostet? Ich glaube nicht mehr als 3 Euro, auf gar keinen Fall. Und das ist auch wirklich super, super gut. Also wenn ihr vielleicht irgendwie die Möglichkeit habt, irgendwie daran zu riechen oder so, dann riecht einfach mal daran. Und die Konsistenz ist auch super, super gut. Und ich kann es wirklich weiterempfehlen und für trockene Lippen perfekt. Mein nächstes Beauty-Produkt ist das hier. Und zwar ist es ein Kohlkajal von Catrice in einer super schönen Farbe. Das ist so ein schönes Mintgrün. Das heißt auch Too Cool for Pool in der Nummer 180 und ist so schön. Ich hatte es auch sehr oft unter den Augen, immer nicht auf der Wasserlinie, sondern unter der Wasserlinie, einfach am Wimpernkranz entlang. Und es sieht super, super schön aus. Wirklich die Farbe, die Konsistenz. Es deckt wunderschön und sieht einfach gut aus für den Sommer. Und ist auch nicht teuer, kostet auch vielleicht 2 Euro. Und wie gesagt, auch gut aus bei braunen Augen und bei blauen Augen. Ich finde, bei blauen Augen schimmern die Augen dann noch mehr irgendwo heraus. Es ist zwar sehr gewagt, aber man kann es mit ein paar Outfits vielleicht mal ausprobieren. Probiert es einfach mal aus, vielleicht irgendwie, wenn ihr in der Drogerie seid, einfach mal auf der Hand ausprobieren. Es ist echt super, super schön und es ist auch nicht Glitzer oder so, es ist matt. Und ja, ich finde den super und perfekt für den Frühling bzw. für den Sommer. Mein nächstes Produkt ist das hier. Und zwar ist das ein Stick Blush. Hatte ich bis jetzt auch noch nie in meiner Kollektion, in meiner Schminkkollektion. Und zwar ist es von NYX oder NYX, wie ihr es nennen mögt. Und zwar ist es einfach ein Stick, den man so rausdrehen muss. Und dann schmiert man sich das halt auf die Wangen und dann muss man das halt schön verblenden auf der Haut. Jedoch ist das halt cremig, wird aber auf der Haut pudrig, deshalb hält es auch. Beziehungsweise deshalb ist es sehr schön intensiv und es hat eine sehr schöne Konsistenz. Das ist die Farbe oder die Nummer 02 Pink Lotus. Habe ich auch aus dem Douglas und es hat einen sehr schönen knalligen Pinkton mit leichten kleinen Goldpartikeln. Und ja, also es war auch nicht so teuer, ich glaube 5 Euro oder so und ich fand es echt super und hab's direkt ausprobiert und fand's gut und benutze es auch sehr gerne, wenn es zum Beispiel heiß ist. Also die letzten Tage habe ich es sehr oft benutzt, weil es einfach hält, besser hält als so Puder-Blushes. Und ja, ich kann es sehr weiterempfehlen. Guckt einfach mal, wenn ihr da seid. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Ich finde es super und auf jeden Fall ein Favorit von mir für den Monat April. Kommen wir zu einem Selbstbräuner. Und zwar geht es um diesen hier. Und zwar ist das Mark in Bay Natural Tanning Spray. The Original 200 ml. Und zwar ist das einfach so eine schwarze Flasche mit einem, wie nennt man das? Sprühkopf. Sage ich jetzt einfach mal. Und zwar kommt da keine weiße Flüssigkeit raus, wie bei den meisten Selbstbräunern, die ihr kennt. Das ist dunkel. Das ist ein dunkles Gemisch, was man sich auf die Haut sprüht. Was den Vorteil hat, dass wenn man zum Beispiel Party machen geht und schnell gebräunt werden will und nicht ins Solarium will und sich nicht noch einen Sonnenbrand holen will, sprüht man sich das einfach drauf und es gibt einfach direkt eine leichte Bräune ab, die sich aber dann über, ich glaube, über 24 Stunden dann intensiviert. Und dann ist man sehr schön gebräunt und ich bin sehr überzeugt davon. Ich war eigentlich früher immer gegen Selbstbräuner, weil ich immer das Problem hatte, dass ich immer Flecken bekommen habe. Aber ich finde, das ist echt super, super gut, weil man hat den Vorteil, man hat einen Handschuh dabei und man sprüht sich das einfach so hier zum Beispiel auf die Hand und dann nimmt man halt die Hand da rein und dann muss man das halt schön verteilen und das verteilt sich super gut und es gibt eine sehr schöne natürliche Bräune, nicht so orangestichig, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das ist sehr natürlich, wie von der Sonne geküsst, könnte man sagen. Und ja, das ist mein neuer Miyakosa-Pick für den Monat April. Und zwar kriegt ihr diese beiden Produkte für 37,50 Euro bei Miyakosa. Und ich muss echt sagen, also das ist wirklich eins der besten, ja, Selbstbräuner, die ich benutzt habe. Ich habe sehr viele schon benutzt von Dove, von Garnier, sogar von Saint-Tropez und fand es ehrlich gesagt auch nicht gut. Auch für den Preis und auch für den Hype, den es darum gibt. Ich finde den besser, weil es einfach viel präziser ist, einfach mit diesem Sprühkopf sich da einzusprühen und schön zu verteilen. Es ist schön flüssig, man kann es schön verteilen. Und der Vorteil ist, es trocknet direkt, wenn man zum Beispiel auch mit einem Föhn drüber geht. Das steht auch auf der Verpackung drauf, dass man einfach mit dem Föhn drüber gehen muss über die Haut und dann trocknet es direkt. Und dann gibt es auch keine Flecken auf Anziehsachen, Bettwäschen oder sonstiges. Ihr kriegt diesen Handschuh dann dabei, wenn ihr dieses
Tanning Spray holt. Und zwar kostet der im Laden, also würde er im Laden 15 Euro noch kosten. Aber ihr kriegt beides, beziehungsweise das kriegt ihr gratis für 37,50 Euro. Es ist zwar ein bisschen höherer Preis für ein Natural Tanning Spray, aber ich würde sagen, es schont viel, viel besser die Haut anstatt Solarium. Es ist schneller, es ist eine schöne Vorsommerbräune und es ist eine natürliche Bräune. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen, weil ich habe es die letzten Tage auch nur benutzt. Wie ihr zum Beispiel auf diesem Bild hier seht, da haben mir sehr viele schon Komplimente gegeben, beziehungsweise gefragt, warum bist du so braun und so schnell? Warst du im Urlaub? Warst du auf der Sonnenbank? Nein, ich habe das alles mit diesem Spray hinbekommen und es hält dann auch so um die 1-2 Wochen. Ich würde eher sagen 1,5 Wochen. Für weitere Informationen guckt einfach unten in die Infobox. Da ist die Seite zu meinem Miyakosa Shop verlinkt und ja, schaut es euch an. Kommen wir zu einem kleinen Lifestyle-Favoriten. Und zwar ist das diese Tasse hier. Ihr seht es gerade, glaube ich, gar nicht von hinten. Und zwar ist es eine XXL-Tasse von Starbucks. Ich habe mir die zugelegt, weil ich einfach mal eine große Tasse haben wollte. Ja, ich habe die mir zweimal geholt, aber die andere ist jetzt in der Spüle und ich wollte die jetzt nicht sauber machen. Also für mich eine und für Timo eine. Und die haben jeweils 10 Euro gekostet und ich finde die echt super, weil die ist riesig. Da passt viel rein. Und ich finde die cool. Mein vorletzter Favorit für den Monat April ist das hier. Und ihr seht es vielleicht nicht so ganz. Auf jeden Fall ist es einfach eine Ticketkarte vom letzten Konzert, wo ich war. Und zwar war das von Casper Hinterland. Und das war wirklich sehr geil. Wir waren auf der Tribüne und wir waren so am Feiern. Das war so unglaublich, weil die Alben XOXO von Casper zum Beispiel, die habe ich rauf und runter gehört mit Timo. Und wir haben so rumgebrüllt, wir haben das Ganze, boah, es war so schrecklich. Ich war am nächsten Tag fast heiser und es war echt ein super geiler Abend. Und das Konzert war einfach bombenmäßig. Also es war wirklich mega geil, weil man einfach die ganze Zeit mitsingen konnte. Und es war einfach geile Stimmung. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach auch zu meinem April-Favoriten, weil ich ja da war. Es war in Hamburg und es war einfach geil. Und meine letzten Favoriten sind diese hier. Und zwar sind das meine neuen Vans, die ich mir im Snipes Düsseldorf geholt habe. Und die sind mir einfach direkt ins Auge gesprungen. Ich habe mir die eigentlich nur geholt, weil ich einfach mal wieder flache Schuhe haben wollte, die besser geeignet sind fürs Longboarden. Ach, ich sollte eigentlich mein Longboard auch noch reintun. Das Favoritenvideo. Egal. Das kommt nächsten Monat. Das ist jetzt im Auto. Auf jeden Fall reden wir jetzt darüber. Und ja, die haben, glaube ich, 60 Euro gekostet. Und ich fand das Muster einfach super süß. Also, es war auffällig, mädchenhaft. Und ich habe wieder die Liebe zu Vans entdeckt. Timo genauso, der hat sich auch wieder neu gekauft. Und die sind einfach super gemütlich. Also, ich habe es voll vergessen, weil ich immer nur, ja, Jordans, Air Max und ja, fand ich echt super süß. Hab mir sie direkt eingepackt und trage sie jetzt momentan auch jeden Tag und auf jeden Fall der Favorit für mich im Monat April. So, meine Lieben, und das war's auch schon mit meinem Favoritenvideo für den Monat April. Ich hoffe, ich habe euch eine kleine Inspiration gegeben für die Produkte, die ihr vielleicht eventuell in den nächsten Monaten, Tagen, Wochen, Stunden kaufen werdet. Und ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich super freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet und wenn euch die Produkte genauso gefallen haben wie mir. Ich war schon fast aus der Puste. Und ja, ich wünsche euch alle einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!